Hallo Freunde, hier haben wir einen Peugeot 3008, die so ab 2016, 2017 gebaut worden sind. Und hier zeige ich euch mal, wie man den Luftdruck resettet. Im Prinzip ganz einfach. Man hat hier unten eine Taste mit dem Autosymbol, die man drückt. Und dann muss man hier je nachdem ein bisschen hoch und runter scrollen und geht dann hier auf Initialisierung Reifenfülldruck. So. Jetzt sollte man den Luftdruck angepasst haben und kann dann hier reinitialisieren. Bling, die Lampe ist ausgegangen, das war's dann schon. Danke fürs Schauen, tschö.